Hallo Jäger, Senko hier. In diesem Video zeige ich euch drei Lanzenbuilds. Das erste ist das Tigrex Standardbild. Und zwar benutzen wir dafür die Tigrex Lanze mit dem Randalen-Slot Angus Bonus 3. Dann haben wir hier Kaiserkrone, Weichpanzer S, Walztagsarmschienen, Angelat Hüftring, Guss Beinschienen, hier den Dämonen für mehr Schaden. Und ich benutze diesen Talisman. Wir kommen damit auf folgende Fähigkeiten. Kritischer Blick Stufe 7. Da unsere Waffe ja Minus-Affinität hat, müssen wir es ein bisschen ausgleichen. Ne? Hier bekommen wir dann 40% Affinität obendrauf. Dann spielen wir Angriffs Bonus Stufe 4 für den prozentualen Bonus. Kritischer Boost, damit die Krits ein bisschen mehr Schaden machen. Schwächevorteil Stufe 3. Schnelles Schärfen Stufe 3 ist ganz wichtig, weil wir auch noch Schutzpolitur spielen. Ne? Mit Schutzpolitur wir schärfen und dann haben wir eine Minute lang weiße Schärfe, weil wir die Fähigkeit ja auch Stufe 2 haben. So, freie Mahlzeit habe ich auch noch mit drin. Ist nicht so wichtig. Ich feiere die Fähigkeit einfach, deswegen ist sie bei mir mit drin. Betäubungswiderstand ist auch gar nicht so wichtig. Ich habe es einfach mal mit reingetan, weil viele damit immer noch Probleme haben. Und unbeeindruckt für den Online-Modus. Der Drachenherz ist nur ein Überbleibsel von den Armschienen. Dann zeige ich einmal die Dekos. So. Da haben wir Schleif, Wappnungs, Aufweich, Kritisches, Sattes, Kritisches, Scharfes, Felsenfest, Sattes, Sattes und Scharfes. Ja, ist ein ganz cooler Bild. Dann zeige ich den nächsten. Der ist ähnlich, nur komplett Walztrags. So. Ne, wir benutzen die gleiche Waffe, dann Full Walztrags, wieder den Dämon für mehr Schaden und diesen Talisman. Ne, Angus Bonus Stufe 3 mit drei kleinen Sockeln. Da haben wir dann folgende Fähigkeiten. Angriffsbonus Stufe 6, um den Angriff gut zu boosten. Dann haben wir die typischen Walztags-Boost-Fähigkeiten drauf. Ne? Schwächvorteil ist auch mit dabei von der Rüstung. Schnelles Schärfen wieder, Schutzpolitur wieder. Schutzpolitur ist eigentlich sehr wichtig, weil wir haben halt nur 20 Hiebe mit weißer Schärfe. Und ja, Schutzpolitur hilft da wirklich sehr viel. Dann habe ich hier wieder freie Mahlzeit mit drin, wieder Betäubungswiderstand Stufe 1 und nochmal unbeeindruckt für den Online-Modus. Dieser Build ist stärker als der Build gerade eben. Im Grunde macht er mehr Schaden, aber ist halt nicht so konstant wie der andere. Der andere hat zusammen mit Kämpferpaliko 100% Affinität auf Schwachpunkte. Dieser hier nicht. Und man muss halt darauf achten, dass die Rüstung wirklich aktiv ist. Also, dass ihr unter 80% eures Lebens seid. So, dann habe ich einmal kurz die Dekos noch zeigen und dann habe ich noch ein Bild. So, ne? Schleif. So. So, und dann habe ich noch ein Bild, der die meisten, die ich kenne, die Lanze spielen, spielen ein ähnliches Bild wie diesen hier. So. Da haben wir wieder die gleiche Waffe. Dann Barothelm S, Diablos Panzer S, Walztagsarmschienen, Baselhüfte, Gussbeinschienen. Natürlich wieder die Dämonen für mehr Schaden. Wenn ihr da einen anderen nehmen wollt, könnt ihr das auch machen, ist gar nicht so wichtig. Und diesen Talisman. Ich habe den Talisman genommen, weil er halt ja, einen Dreier-Slot hat und einen ja, mittleren Slot. Freie Mahlzeit und Konsti sind jetzt nicht so wichtig, sind halt einfach nur mit drauf. Da haben wir dann folgende Fähigkeiten. Ne, Angriff Bonus Stufe 4, prozentualer Bonus. Schwächevorteil blocken. Ne, ihr seht schon hier, das baut darauf auf. Schnelle Schärfen ist da dabei, kritischer Blick, kritischer Boost. Ne, das beides ist nicht so wichtig. Schutzpolitur ist leider nur auf Stufe 1. Also ich muss dann auch noch ein bisschen, also einen besseren Talisman kriegen, weil Stufe 2 wäre besser. Weil du 30 Sekunden lang weiße Schärfe nach dem Schärfen ist ein bisschen zu wenig. Also Stufe 2 wäre da schon sinnvoller. Patronennachlader ist nicht so wichtig, das braucht ihn überhaupt nicht. Und ja, Verdankungsboost ist halt ein Überbleibsel von dem Helm. Ne, cooler Bild, also die meisten spielen so ein Bild. Ja, müsst ihr gucken, was zu eurem Spielstil am besten passt. Wenn ihr noch mit Lanze neu seid und dann noch ein bisschen mit üben müsst, dann würde ich euch den ersten Bild empfehlen. Der kann man super einfach nachbauen und da kann man so die ersten Erfahrungen sammeln, wenn ihr noch die Angriffe und sowas weiter lernen müsst. Und wenn ihr dann zum Blocken kommt, dann könnt ihr diesen Bild mal ausprobieren. Ja, Lanze ist ja leider die Waffe, die am wenigsten gespielt wird. Ist ein bisschen schade. Ich kann es zum Teil aber nachvollziehen, weil viele Leute, die neu sind mit der Lanze, die finden das vielleicht ein bisschen, ja, klobig und steif. Ja. Ist eigentlich eine ganz coole Waffe. Für mich persönlich ist es jetzt nichts. Also ich bin jetzt kein Lanzen-Main, weil mir ist die Waffe einfach zu sicher. Aber es ist eine coole Waffe und vielleicht konnte ich ja jemandem mit den Builds ein bisschen weiterhelfen. Ja, Dankeschön fürs Schauen. Lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.